Bald ist es endlich soweit. Das größte jüdische Event Europas kommt nach Berlin. Nur noch wenige Wochen trennen die über 2000 Sportlerinnen und Sportler aus über 36 Ländern der Welt von der einmaligen Erfahrung European Maccabi Games. Bereits vor dem Turnier ist klar, hier werden große Geschichten geschrieben. Und eine davon hat bereits Producerin Catherine Lurie für sich entdeckt. In ihrem Film geht es nicht nur um die sportlichen Aspekte, vielmehr versucht die gebürtige Südafrikanerin, die Geschichte einmal anders aufzuräumen. Es ist ein Film über Menschen, die in verschiedenen Ländern aufgewachsen sind und die nicht wissen, wie es ist, durch Europa mit dem Motorrad zu cruisen. Es ist eine Reise der Selbstentdeckung, weil einige der Biker ihre Familiengeschichte gar nicht richtig kennen. Und vor allem ist es eine Geschichte über das Wiederwillkommensein. Deswegen auch der Name Back to Berlin. Die Story handelt von der Wiedergeburt einer Reise, die 1931 unternommen wurde, als Motorradfahrer aus dem damaligen Palästina in allen Ecken Europas fuhren, um die Maccabi Games bekannt zu machen. Dabei machen sich im Film von Producerin Alt nun 11 Biker auf die Reise, die eigene Geschichte, das Schicksal ihrer Vorfahren und allgemein die Historie der Juden in Europa kennenzulernen. Wenn wir zum Beispiel nach Griechenland kommen, gibt es einen Protagonisten, der vieles über seine Großmutter erfährt. Zum Beispiel, wo sie gelebt hat und was mit ihr geschehen ist. Und dann gelangen wir zum nächsten Ort und finden wieder neue Dinge heraus. Es ist also eine Art Entdeckungsreise. Auf die Biker-Story kam die gebürtige Südafrikanerin vor 3 Jahren bei der Recherche für einen Nachrichtenbericht. Als sie vom Austragungsort erfuhr, war ihr sofort klar, das ist ein einmaliger Moment und hat das Potenzial zum Dokumentarfilm. Hier, wo noch 1936 Juden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurden, wird nun Europas größtes jüdisches Event stattfinden. Es ist definitiv ein positiver Film. Er erzählt die Geschichte über ein heute freies Europa. Außerdem ist es eine Story über Motorradliebhaber, die stolz sind auf ihre Herkunft, ihre Entwicklung und gleichzeitig die Liebe zum Biken kennenlernen. These bikers are just like every other biker. They just have a different history. But the end message is positive. Wann der Film genau Premiere feiert, ist noch unbekannt. Fest steht aber, dass am 27. Juli die Hauptstadt Mittelpunkt der jüdischen Sportszene wird. We are